Auch mal Prag. Achso, Moment mal. Das war von meinem angespielt schon. Kurz neu starten. Also der bin noch drüber. Ich mach's mal mit dem. So, was erstes Gleis. Glaube ich, werde mal bei Zeiten nochmal ein Let's Play angucken von jemandem, das geschafft hat. Aber wow, das ist echt schwer. Aber macht Spaß. Dann lernt man dann noch ein bisschen was für den Endlos-Modus, wie man halt viele Züge auf die Strecke bringt. Und der nächste Bahnhof da oben. Der will nach da unten. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Ah, da komme ich jetzt aber nicht runter, ne? Außer ich mache das so. Jetzt hier machen wir noch eine Connection. Erstmal so. Okay, die wollen beide nach Babni. Da kannst du schon mal düsen. Und ich würde sagen, wir machen hier noch ein Signal hin. Dann kann auch der schon mal düsen. Now for the main course. More trains. Ja, schön. Okay. Einmal so. Und so, dann wäre das schon mal alles programmiert. Passt. Runde 2. Jetzt kommen auch noch die Docks mit dazu. Da haben wir schon den ersten Zug, der zu den Docks will. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Hier oben haben wir noch keinen Docks. Gut, Docks kann gerade schon mal los, dann haben wir hier noch den blauen, der kann auch schon mal bis dahin fahren. Und die beiden machen die Rotation nach da. Bitteschön. Dich schicken wir mal los. Dich schicken wir mal los. Dem Anschluss da rein. Ready or not, here they come. Der macht auch das Gleiche. Okay. So, du einmal da rein. Du dann dahin.
dahin und dann du dahin. Wie viel Geister habe ich noch? 24, so viel noch. Gut, dann werden wir hier gleich mal ausbauen, sobald der dann drin ist. Und zwar, mal gucken, irgendwie so. Na, das macht auch keinen Sinn, weil da komme ich da oben nicht rauf. Wird noch eher Sinn machen. Dann ist da die Pendler drin. Aber wir haben auch Züge, die von da nach da wollen. In ferner Zukunft. Das ist so blöd hier. Aber warum? Warum kann ich da nicht weiterbauen? Das kann ich aber machen. Macht das Sinn? So was in der Art. Aber jetzt komme ich halt von hier. Jetzt komme ich von hier nicht mehr zu den Docks. Außer ich sag einer von den Docks hier. Warte, macht das hier keinen Sinn. Fährt zuerst hier rein. Ah, das geht so nicht. Gibt's Ideen? Ich kann auch vielleicht in der Richtung machen. Macht aber alles so viel Sinn. Ich versetze das nochmal um 1. Was ich aber gar nicht kann. Na doch, na gut, so. Okay, tun wir es mal probieren. Signale. Einmal da, einmal da. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das Designkonzept geht so nicht ganz auf. Probieren wir es mal. Yeah, neuer Bahnhof. Ich bin ja überhaupt nicht ausgelastet. Okay, mal gucken. Also da haben wir schon welche, die noch grün wollen. Der noch nicht. Okay, also wenn die noch grün da oben wollen, dann machen wir das hier mal so. Grün geht's dann wie weiter? Die wollen nach... Ja, natürlich. Hier wolltest du noch da hinten fahren. War ja klar.
Da habe ich natürlich die Gleise nicht mehr für das. Dann machen wir das so. Habe ich mir zumindest so gedenkt. Signale. Geil, kann ich da nicht bauen. Finde ich super. Das heißt, die Kurve müssen wir hier anders machen. Weil ich hätte hier gern... Ah ne, Moment mal. Wir können das Signal ja hier halt da platzieren. Okay, probieren wir es mal. Der zu den Docks. Da haben wir jetzt gerade direkte Verbindung. Der sollte am besten... Der muss da starten. Und dann hier rauf. Dann haben wir hier den Pendler. Den schicken wir da unten lang. Und Mr. Blue... Der kommt da rein. Und erstmal bis dahin. Okay. Fast forward bitte. Da haben wir einen, der nach grün will. Schicken wir mal. You're not expecting me to go easy on you, are you? Here come more trains. Ah, das Spiel liebt mich. Okay, du fährst dann zu den Docks. Hier ne, hab ich noch? Oh, ich hab noch ein Gleis. So was wäre noch nicht schlecht. Weil jetzt kann ich den auf Gleis 1 schicken. Und dann kann der dann noch da oben. Dann haben wir noch einen Pendler, den schicken wir auch wieder los. Auf Gleis 2. Den schicken wir aber unten rum. Damit der Blaue hier oben reinfahren kann. So erstmal der Plan. Fährst du da unten nicht rein? Weil blockiert. Auch zum Grünen. Du fährst dann da, da und da. Moin, Nachtfell. Na, alles gut? Der Grüne, der fährt dahin. Der Blaue kommt dann auch mal da oben hin. Ah, du bist auch nochmal so ein Grüner. One of your trains is about to time out. Victory will be mine. Ah, wait. Why am I warning you? Ah, den Umständen so close. Den Umständen entsprechend. Was ist denn los? Geht denn nicht so gut? Aber das ist ätzend. Oh je. So viel zu tun, oder? Sind die Leute doof? So, das ist einer, der da unten fährt. Mr. Blue kommt da oben hin. Der Grüne fährt dann den nächsten da lang.
Okay, wir haben es fast geschafft. Moment, falsches Signal. Aber auch da, glaube ich, werde ich nicht über 8 kommen in der Runde her. Mal gemütlich machen hier. Selbstgemacht nice hier drinnen. Mit extra Zitrone. Oh, das zieht voll durch, wenn du das trinkst. Ja, ich liebe das. Okay, nächste Welle. Pause. Mehr kriegen wir nicht dazu, aber an Gleisen haben wir jetzt 12. Details. Wir können mal hier sowas machen. Ich würde hier gerne nochmal Signal machen. Und ich würde hier gerne noch. Ach scheiße, das geht sich nicht aus. Dann machen wir. Ich brauche noch sowas. Hätte ich gerne hier noch ein Signal. Hier ein Signal. Und for the time being hier ein Signal. Und mehr. Naja, vielleicht hier noch. Mehr macht gerade was. Die wollten Ausbildung mit mir vorzeitig beenden. Außerdem ist nichts los, sodass die Zeit überhaupt nicht rumgehen will und wir doch das Kind umsetzen kriegen. Autsch! Das klingt ja gar nicht gut. Und im gleichen Zuge deswegen auch die Ausbildung vorzeitig beenden? Aus wirtschaftlichen Gründen? Boah, das ist ja heftig. Das tut mir mega leid. Aua. Okay, schauen wir mal. Docs. Schicken wir hier oben hin. Pendler. Hier unten. Und noch ein Pendler. Den schickt man dann hier oben hin. Ich passe als Mensch nicht in die Was? War das wortwörtlich die Aussage, dass du als Mensch nicht in den Betrieb reinpasst? Wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist heftig. So, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. You're not expecting me to go easy on you, are you? Here come more trains! Wortwörtlich nicht, die haben so ein wenig um den heißen Brei herum. Wie ist so grundsätzlich das Arbeitsklima bei euch? Das klingt ja nicht gerade pralle. Der will noch da oben fahren. Den können wir eigentlich auch schon mal reinlassen. Der kann dann hier hinfahren. Ah, und jetzt kann ich auch das Signal hier oben hinklatschen. Jetzt macht das Sinn. Und jetzt habe ich Stress. So Richtung Grün. Wir haben noch einen Pendler. Einmal nach da oben hin. Der wird kritisch.
Kollege Grün, du kommst nach da oben hin. Noch ein Grüner. So, dich können wir auch schon mal losschicken. Oder ich in einem hochpreisigen Möbelhaus. Die Geschäftsleitung ist ein wenig sehr von sich. Au. Uff. Ich mein, wie lange hast du noch in der Ausbildung? Das können auch lange Monate werden. Ich kann nur hoffen, jetzt Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Und da was Besseres finden. Aua, aua, aua. Getting overwhelmed? The clock is ticking! Ja, I know. Stress mich nicht, Spiel. Okay, das wird ziemlich eng. Du kannst hier schon mal reindüsen. Warte mal, das war wieder so ein Grüner. Du musst nach dann hier oben. Und du kannst dann hier unten rein. Wow, das war knapp. I'll get you next time. Ich brauche das dritte Gleis hier. Also vierte Gleis, Entschuldigung. Okay, das läuft. Fast forward, bitte. So, der macht dann das hier. Du gehst nach da, nach da. Du gehst nach da. Du bist eigentlich auf dem falschen Gleis. Du musst dann A nach da oben. Schicken wir jetzt mal auf den Weg hier. Ich kann übrigens nicht sehen, was du machst. Ich habe den Stream auf nur Audio gestellt, da der Stream sonst alle paar Sekunden laden will. Ja, ich mache eigentlich nicht sehr viel Spannendes. Da muss man schon ein bisschen Eisenbahn-Fan sein. Im Prinzip mache ich das, was der Typ im Stellwerk machen wird. Disposition. Aber in schwierig. Und war auch schon ein paar Mal gefailt darin. Ah, by the way. Am Freitag solltest du unbedingt Furry FM einschalten. Da gibt es eine neue Storytime. Und zwar geht es dann mit Dschungelbuch weiter. Das Kapitel Nummer 2. Hast du das erste Kapitel angehört? Also ich freue mich schon drauf. Ich meine, das erste Kapitel, das war schon heftig. Und ja, war den Tränen schon etwas sehr nahe. Und Kapitel 2 soll zwar nicht so emotional sein, aber dafür brutal. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, kein Problem. Also am Freitag werden wir zuallererst das erste Kapitel spielen und dann das zweite. Also 2 Stunden wird das Ganze mal Minimum dauern. Soweit erstmal der Plan. Ist eine coole Mucke im Hintergrund. Heißt Glitching Through the Sky von William Bankert. Das ist magisch. Ein bisschen Game, so schöne Musik. Okay, wir haben wieder so unseren Docks Train. Den schicken wir mal wieder hier hin. Und zweimal blau. Was sind unsere Pendler? Zweimal Pendler. Einmal das. Einmal das. Au, oh, was haben wir an Gleisen? Wir haben jetzt 8 Gleise. Okay, ich nehme das hier mal zurück.
Und dann wollen wir hier mal kurz umbauen. Komm, alles löschen bitte. Einmal so und einmal so. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja. Das ist mein zweiter liebster Ghibli-Film. Was? Gibt es auch einen Plan B? Plan B ist aufgeben und weit in der Ecke. Diesen Freitag läuft das Wandelnde Schloss auf Pro7 Max. Ja. Das Wandelnde Schloss kannst du immer wieder mal angucken, auch auf Stream. Aber Storytime machen wir nicht so oft. Was gibt's da eher? Weil Storytime gibt's auch nicht als Podcast. Das gibt's nur on air. So, den Docs traden, den wollte ich ja da oben hinschicken. Mal schauen. dann können wir jetzt auch schon mal den hier annehmen. Und Mr. Green, der Mr. Green, aber dann wieder retour fahren. Also einmal da rein bitte. Und den zweiten blauen. Stimmst du dafür, wenn Plan B eintritt? Vermutlich habe ich dann technische Störungen, wenn Plan B eintritt. Wie ist das eigentlich rechtlich geregelt mit Ready or not, here they come! Tatsächlich, ich definiere es mal als Grauzone, weil die Swisa, die bei uns die Rechtevergabe macht, auch die wusste nicht so ganz genau, wie man das handhaben sollte mit einer Radiolizenz. Das ist mitunter ein Grund, warum es das nicht als Podcast gibt. Also die letzte Meinung war, als eigene Kreativität, nachdem wir das da quasi selbst vertont haben, ist wohl noch okay zum Streamen, aber alles weitere to be discussed. Okay. Dann haben wir hier noch so einen, der nach da oben will. Also Gleis Nummer 2 hier, würde ich bitte das Einfahrtsgleis haben. Ja, wolltest du mich verarschen? Jetzt haben wir hier 5 Züge. Scholli. Sprich, es könnte auch zum Beispiel ein Warrior Cats Geschichte, welches nicht als Hörbuch gibt. Ja, könnte es geben. Es müsste halt jemand machen. Hattet ihr es nicht einmal auf YouTube? Stimmt, Ruby, ich glaube, einmal haben wir das tatsächlich auf YouTube hochgeladen als Special. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz nachgucken, was das war. Ganz kurz Konto hinzufügen. Free FM. Also mal ganz kurz hier Pause machen. Muss das Screen hin? Sonst geht's hier weiter. Mal kurz gucken. Ah, falscher Browser. Also, Free FM, YouTube, Free FM. Mal ganz kurz wechseln. Ja, man sieht's. Schauen wir nach Storytime. Oh ja, wir haben sogar die Mega Storytime hochgeladen. Was haben wir denn da? Das Viadukt, Turi, Hexenkatze. Ach, das war die ganze Show. Stimmt,
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also, wenn ihr Fan von Geschichten seid, dann geht's mal auf Furry FM YouTube und schaut euch mal die Speedy's Mega Storytime an. Das sind echt coole Geschichten. Oh, Hänsel Gretel, das war ja so mega geil. Und der Splitter. Ach ja. Okay. Gehen wir wieder zurück zum Spiel. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Wo bin ich denn jetzt gerade? Der fährt hier rein, der fährt hier rein, der fährt hier rein, der muss. No! Oh, ich habe Gleise. Ich habe mir vertan. Fehler. Der muss nach da oben. Den habe ich falsch angenommen. Das heißt, ich muss mal hier den hier machen. Und dann sollte es gut sein. Du bist ein Pendler. Du bist ein Grüner. Dann habe ich mal wieder ein paar hier drin. Okay. So, dann werden wir erstmal die Blauen hier reinfahren lassen, damit ich hier Platz habe. Erst dann mal hier nach oben. Langsam ein Stau. Das Sinn. Na, es macht keinen Sinn, wenn ich hier die Kreuzung nach vorne verlege. Du als nächstes. Der fährt dann wieder retour. Nächsten wieder an. Du bist nochmal so ein Pendler, du fährst hier unten rein. Der fährt dann hier wieder rein. Grün fährt da rein. Tick-Tock, Tick-Tock. Ja, I know, Spiel nervt nicht. Kurze, ja, wenn wir das jetzt mal so machen, damit ich das Gleis frei habe. Hey Brad, this is Granny. I'm calling you because I just lucky. Wow. So lucky. Das war knapp. Du fährst dann auch mal hier rein. Du hier rüber. Na, du fährst nicht hier rüber. Du fährst hier nach oben. Und du dann hier rein. Das ist ein echt schweres Puzzlespiel. So, und du machst dann das Gleiche. So ungefähr habe ich mir das jetzt gedenkt, dass wir das machen. Den Rest machen wir dann hier zum Schluss. Und den dann da oben rein und dann die zwei noch. Ah, komm jetzt. Da warten wir noch, der zuerst. Thank you.
Gut, und der letzte Zug des Tages. Ja, ich werde voll verkacken. Zehn Minuten. Kam jetzt ein bisschen länger vor. Mehr Gleise. Wo baue ich denn da aus? Also einerseits das da. Würde ich das hier machen? Wir könnten hier... Warte mal, das glaube ich macht mehr Sinn, wenn wir das so machen. Nicht ausgeht. Dann haben wir hier unten noch mal so ein Ausweichgleis. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Ja, Signale brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Wir schon fail. Okay, Runde 7. Wir haben hier zweimal blau. Und einmal Doc. Doc schickt mal gerade wieder das erstes los, nach da oben. Und blau wieder hier unten hin. Pendler. Pendler 1, Pendler 2. Und einer, der nach oben fährt. Machen wir das mal. Und mehr können wir gar nicht annehmen. Was ist mit der Musik los? Doch. Geht doch. Habt ihr das übrigens mit Will Smith mitgekriegt bei der Oscarverleihung? Das Witzige ist, am Tag darauf habe ich die Newsmeldung mitgekriegt mit Oliver Pocher. Wobei Oliver Pocher hat es ja irgendwie verdient. Aber das, was Oliver Pocher da gekriegt hat, da hat sie ihn ja fast vom Sessel runtergehauen. Das war so heftig. So. Now for the main course. More trains. Ja, ich liebe dich auch, Spiel. Danke für mehr Züge. Okay, Pendler 1, bitte mal dahin. Pendler 2 geht hier unten hin, dann dahin und dann dahin. Noch ein Pendler, ja schön. Muss ich irgendwie auf Gleis 1 bringen. Das nächste ist da rein. Ja, gut, das... Das mit Will Smith, das kann ich ja noch irgendwo verstehen, weil immerhin seine Frau ist beleidigt worden und die hat ja da entsprechende Krankheit. Dass er das nicht witzig fand, kann ich verstehen. Ob dann die Watschen gerechtfertigt gewesen ist, sei dahingestellt. Aber es war auch vom Comedian nicht so geil, dass er da entsprechend Witze über sie gemacht hat. Also, wäre so schön, ein Scheitel allein brennt nicht. Da ist schon beide schuld dafür. Äh,
So, der fährt noch da oben hin. Wir haben hier noch einen Pendler. Dann schickt man da unten hin. Der muss erstmal warten. Das ist aber das ein grüner Kandidat. Ja, wir müssen den erstmal zuerst losschicken. Weil ich brauche das Gleis. What's that I spy? A train about to expire? Ja, ja, du mich auch. Mal hier nach unten. Fuck, jetzt wird's eng. Ich nehme den jetzt mal hier an, aber ich weiß nicht. You better hope that doesn't happen again. Shit, jetzt habe ich einen Stau hier. Du musst mal hier lang. Der muss nach da oben. Der kann nach da unten. Okay, und der fährt dann da oben wieder retour. Dann mache ich mir da keine Sorgen mehr. Da rein. Der macht es auch. Grün fährt da oben hin. Und dann da rein. Okay. Everything is set. Dann schicken wir die beiden mal los. Die aus dem Weg und im Anschluss kann der dann da reinfahren. Puh, Runde 7. Fehlt noch eine. Also ja, eine bis zu dem Punkt, wo ich vorher gewesen bin. Moment. Okay, also wir haben jetzt 8 Gleise. Ich werde nochmal umbauen hier. Da oben macht es auch nicht viel Sinn. Kann ich? Ich muss es mal kurz testen. Kann ich das hier machen? Das könnte ich machen. So ein Ausweichgleis hier. Ah, das bringt es nicht. Das ist zu kurz.
Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich weiter ausbauen könnte. Da kann ich auch nicht mehr bauen. Außer. Ah, das macht auch keinen Sinn. Ja, ich probiere es nochmal. Aber das war's mit dem Ausbau. Ich seh nichts Sinnvolles, wie ihr es sonst noch machen könnt. Pendler, die schicken wir hier mal lang. Du bist zu den Docks. Die schicken wir mal nach hier oben hin. Dann zweimal blau. Der fährt als erstes. Und auch der fährt dann hier runter. Dann haben wir noch grün. Was haben wir hier noch? Noch ein Pendler. Einer für grün und auch da noch einmal für grün. Und den schickt man hier oben hin. Looks like someone ran out of unused platforms. You are in trouble, aren't you? Oh, spiel du nervst. You're not expecting me to go easy on you, are you? Here come more trains. Das ist fast wie Mensch, ärgere dich nicht. What? How? Surely not. I thought you'd lost, but you're winning. Würde ich jetzt so nicht sagen. Du kommst von da auf Gleis. Ne, das müssen wir so machen. Oh, I see my mistake. Wir kommen von da unten nicht auf Gleis 2. Schick den erstmal rein und den da oben rein. Ich hoffe, das war kein Fehler. Aber wenn ich jetzt verliere, dann weiß auch erstmal lassen. Das Spiel ist nervig. Also, ja, nee. Es ist schon recht challenging. What's that I spy? A train about to expire? Nee, noch nicht. Call. You better hope that doesn't happen again. Ach nee, scheiße. Der Zug fährt jetzt dann da rein und der Grüne muss auch drauf, der blockiert dann denn der. Na, warte mal, die fahren beide retour. Das könnte noch klappen. Lass mal dich mal vorfahren. Und du bleibst stehen, wir machen doch das hier zuerst. Der dann runter. Oh, shit, jetzt gibt mir hier die Zeit aus. Ja, nein. Kann ich gerade aufgeben. Ich habe jetzt 3 Züge, die kurz vor Ablauf sind und die kriege ich nicht rein, weil die anderen hier wegfahren müssen. Fuck. Ja, at least I tried. Ja, okay. Gut, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein. Das war Rush Hour Update von Railroad. Und ja, habe es bis jetzt noch nicht gemastert. Es ist echt bockschwer.
Und ich bin gespannt, was noch als Karten kommt. Momentan gibt es nur zwei. Ich kann mir noch vorstellen, dass im Workshop noch ein paar kommen werden. Ich werde da mal ein paar probieren. Aber die ersten zwei, heftig. Naja, hoffe, euch hat gefallen. Ich wünsche euch was. Bis demnächst hier auf dem Kanal. Tschüss.